Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen DM-Live-Haul und ich bin natürlich gerade am Weg zum DM. Und ja, ich würde sagen, ich muss ziemlich viel einkaufen, weil ich habe in den letzten DM-Hauls nicht viel gekauft und ich habe jetzt in meinen Schränken gesehen, oh mein Gott, ich brauche so viele Sachen. Das heißt, wir gehen jetzt dorthin und ich bin gespannt. Ich würde vielleicht habe ich ja gesagt, dass ich den Essens-Adventskalender nochmal kaufe. Wir werden es sehen, aber yes, I'm excited und schauen wir, was wir für Schätze finden. Und übrigens, Outfit of today ist einfach nur ganz, ganz chillig. Heute ist so ein richtiger Tag für mich, aber ich freue mich natürlich jetzt zum DM zu gehen, ein bisschen was zu tun, ein bisschen rauszukommen. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drüber. Also, let's go! So, my friends, wir sind da. Also, es gibt ihn. Das heißt, ich werde ihn kaufen. Ich habe gesagt, wenn es ihn gibt, dann nehme ich ihn mit. Das heißt, den nehmen wir gleich mit. Eingepackt. Jetzt gucken wir gleich weiter. Was ich auch unbedingt brauche, ist Seife. Die sieht ja voll cute aus. Nehmen wir einmal mit. Und die sieht auch... Ich sehe schon. Es kommt heute viel mit. Die nehme ich definitiv auch mit. Und dann gucken wir weiter. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so hektisch filme. Ich habe letztes Mal leider sehr, sehr hektisch gefilmt. Ich werde drauf aufpassen. Und dann nehmen wir das. Let's do this. Ich meine, solche Nachfüllungen wären auch nicht schlecht. Wir nehmen eine so eine Nachfüllung mit, weil das ist eigentlich ziemlich gut. Da kann man sie nämlich auch nachfüllen, wenn sie nicht ganz zu grauslich, also so komisch schmutzig werden. Da brauche ich auch etwas, also nicht so unbedingt, aber können wir mitnehmen. Wir nehmen einmal Creme Dusche Positive Mind, nehmen wir mit. Oh, und dann nehmen wir dann gleich passend zur Seife, nehmen wir dann auch dieses Duschgel mit Soft Feeling. Hier brauche ich jetzt eigentlich nichts und ich glaube, dass ich jetzt eigentlich auch recht zufrieden bin. Können wir auch nächstes Monat, können wir auch was shoppen. Jetzt sehe ich gerade, hier haben wir so ein bisschen diesen Weihnachtsaufsteller. Das klingt ja voll cute. Was ist das? Your So Chat Ming. Pflegeset mit angenehmen Spritzen. Das nehmen wir einfach mit. Das sieht so süß aus. Das nehmen wir mit. Das ist... Sonst bin ich eigentlich recht zufrieden. Jetzt gucken wir gleich weiter. Mir wird schon... Die habe ich auf Instagram gesehen, diese Collection. Ich weiß jetzt gar nicht, was da für Sachen rausgekommen sind. Wir gucken hier Highlighter. Interessiert uns das, Leute? Ich meine, das ist jetzt Catrice. Also die Qualität ist sicher nicht schlecht oder so. Cruella, ich dachte, okay, also so Lidschattenpaletten interessieren mich jetzt persönlich nicht, aber sie sind cool. Sie haben ja schon einmal so eine Disney Collection gemacht und das ist jetzt die zweite, aber wie man sieht, sie hat sich recht gut verkauft. Es ist nur noch Cruella und Maleficent sind nur noch da. Jetzt gucken wir hier weiter. Ich habe immer eine ganz lange Liste in meinem Kopf und dann vergesse ich mehr wie die Hälfte davon, was ich alles mitnehmen muss. Aber ich glaube, Alverde-Sachen. Ich meine, es gibt extrem gute Alverde-Sachen auch. Also, ich mag Alverde durchaus, aber momentan glaube ich, brauche ich nichts. Gucken wir da weiter. Da haben wir auch den Alverde Naturkosmetik Stand. Aufsteller. Ja, ich bin etwas müde. Da haben wir auch Trended Up. Da habe ich, aber die, die haben sie auch. Also die haben da oben auch diese, ich weiß nicht, ob es Limited Edition ist, aber diese Serie, was ist das denn? Das ist ein Serum, oder? Ja, das ist ein Face Serum. Und da haben wir so ein Cleansing, habe ich den mitgenommen? Den Primer weiß ich, den habe ich und das Setting Spray habe ich auch. Wenn euch da meine Meinung interessiert, ist es im Getestet und ja, im Getestet können Sie es finden. Ich glaube, den Primer, der kommt erst im November getestet. Das heißt, stay tuned. Masken habe ich mehr wie genug, aber ich
20 Grad. Da ist was Spannendes. Die ist doch süß. Ich sehe sowas. Sogar wenn es versteckt ist, mit der habe ich sie gefunden. Die ist so süß. Die kommt definitiv mit. Das war gerade übrigens dieser Ding, das runtergeklatscht ist, während ich nicht gesprochen habe. Very rude. Jetzt gucken wir hier weiter. Wir nehmen ein so ein Waschgel mit. Mehr brauche ich davon nicht. Dann brauche ich hier noch irgendetwas. Ich glaube, hier brauche ich nichts. Nee. Ich habe noch so viele Serums und alles, was ich noch testen muss, beziehungsweise aufbrauchen muss. Das heißt, das werde ich euch updaten. Aber ich weiß, dass ich von anderen Sachen noch Dinge brauche. Hier haben wir so Body Lotion, aber ich glaube, da brauche ich jetzt momentan nichts. So, jetzt sind wir bei den Füßen. Füßen brauche ich aber definitiv nichts. Es sind so viele Sachen, die ich brauche. Aber ich kann es euch jetzt gerade nicht sagen. Sponges, glaube ich, habe ich auch noch. Aber definitiv brauche ich Shampoo. Und zwar, dann nehmen wir, was ist mein Favorite? Das Oil Repair. Ich glaube, das Oil Repair, genau. Das Oil Repair ist mein Favorit. Dann nehmen wir zwei solche. So. Und dann nehmen wir zweimal die Spülung mit, beziehungsweise wir nehmen es sogar dreimal mit, weil ich habe echt keine Shampoos mehr. Aber ich glaube, ich brauche mehr Shampoos wie Spülungen, das heißt, da kommen noch zwei mit. Das wird so schwer, Leute. Ich werde wie ein Packesel nach Hause gehen, aber yes, I'm doing it for you. So, naja, auch für mich, also ich brauche die Sachen auch. Aber ja, sonst Wachstumsstärke, nein, das will ich nicht. Meine Haare wachsen eh schon so schnell. Aber nee, sonst bin ich sehr zufrieden. Das heißt, wir gucken weiter. Hier haben wir noch Adventskalender, aber die meisten habe ich auf meinem Kanal geöffnet. Das heißt, könnt ihr vorbeigucken. Und da seht ihr es dann. Für den Matschilein. Definitiv Katzenmilch. Und auch, ich werde die letzten zwei Katzenmilch nehmen. So bin ich. Ich nehme es euch einfach weg. Und, oh Gott, was will er denn immer gern? Das hat er gerne. Das hat er gerne. Die zwei nehmen wir mal mit. Aber er hat noch ziemlich viel. Das heißt, diesmal werde ich nicht so viel nehmen. Und nehmen wir Sensitive, nehmen wir auch mit. Und das soll ein bisschen gesund, soll auch werden. So ein Diät-Ding wäre vielleicht nicht schlecht. Aber wir nehmen die zwei mit und dann ist er versorgt. Wir gucken hier weiter. Ich sehe, es steht Wohlfühl Weihnachtsbäckerei. Okay, haben wir so richtige Tools. Das brauche ich jetzt nicht so, aber finde ich auch spannend. Ist das erste Mal, dass ich es beim DM sehe. Jetzt gucken wir weiter. Ich habe so viele Sachen auf meiner Liste. But I can't remember. Ja, man könnte es sich aufschreiben, aber dann wäre es für euch nicht so lustig. So, da haben wir sowas. Tee. Tee ist auch immer sehr, sehr gut. Da brauchen wir jetzt eigentlich nichts. Dann gucken wir jetzt weiter. Da brauche ich momentan jetzt noch nichts. Obwohl, das sieht spannend aus. Aber das ist nur für Haare und für normalen Haar. Das ist Haare, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Haut, Haare, Nägel. Das klingt auch nicht so schlecht. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Außer sie haben das Packaging geändert. Aber ich würde das jetzt eigentlich, das nehmen wir mit. So, hier brauchen wir gleich nichts. Alufolie. Aber wir gucken weiter. Da waren wir in den, Looked People. Wir haben einen richtigen, es ist für mich ist es noch Oktober, aber wenn ihr das seht, ist es schon Anfang November. Aber hier nehmen wir definitiv was mit. Gewisse Sachen gibt es fast.
Die sind neu. Die habe ich noch nie gesehen. Die nehmen wir mit. Dann gucken wir hier. Oh, wir haben auch Schokololli, weiße Schokolade. Das ist ja so interessant. Dann haben wir Vollmilchschokolade. Den in weiße Schokolade, den kenne ich nicht. Das heißt, den nehmen wir auch mit und den koste ich für euch. Dann haben wir hier auch die Winterschokolade. Ich bin gespannt, ob das dieselbe ist wie im Adventskalender, die oft schon dabei war. Also ich würde jetzt sagen, wir nehmen das mal mit. I'm excited. Dann ein Zuckerschock. Edelmarz, also ich mag ja kein Marzipan, also ich weiß gar nicht, warum ich mir das anschaue. Feine Nougat Cashews, klingt auch sehr, sehr interessant. Das nehmen wir auch mit. Und dann, was wir auch machen, wir nehmen den Adventskalender mit. Und ja, ich weiß nicht, ob ich den irgendwem schenke, ob ich den behalte. I have no idea. Aber wir nehmen ihn mal mit. So. Den Spekulatus finde ich sehr, sehr gut. Und auch die Vanillekipferl waren sehr, sehr gut. Aber ich glaube, diesmal so süße Sachen haben wir jetzt genug. So, wir sind beim Make-up angelangt. Und ich gucke jetzt, ob sie die 010 haben oder nicht. Weil letztes Mal hatten sie 05 und dann 010. Sie haben die 010, das heißt, dann nehme ich. Oh, da gibt's, das ist schon die 020. Man muss echt aufpassen, weil sonst kann ich es nur mit Self-Tint tragen. Aber das ist, zwei Stück nehmen wir mit. Ich habe gesehen, es gibt noch eine, das heißt, wir nehmen drei mit. Die ist neu. Die kenne ich nicht. Hydrating Tinted Cream. Die sind aber dunkel. Gibt es nur diese. Okay, hier gibt es eine 05. Ich weiß nicht, ob die sehr, sehr hell ist, aber ich würde sagen, wir probieren die. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber wir werden sie probieren. Sie hat SPF drin, was ich ja super finde. Ich bin jetzt verwundert, dass sie die jetzt, also ich habe die jetzt zum ersten Mal gesehen und für mich sieht das eher mehr nach einem Sommer-Release aus, aber wir nehmen sie definitiv mit. Ich sehe, wir haben schon langsam ein bisschen das neue Sortiment. Weil hier sehe ich so Glow Baked Highlighter, aber ich finde, die sehen für mich sehr, sehr dunkel aus. Aber so Baked Highlighter, das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Also vielleicht nehme ich den nächstes Mal mit. Jetzt die Farben, die ich da jetzt sehe, sind mir ein bisschen zu dunkel. Was wir definitiv auch mitnehmen, ist die Make Me Brow, dieses Eyebrow Gel. Ich kann es euch nicht sagen, aber wir nehmen auf jeden Fall vier Stück nehmen wir davon mit. Also zweimal dunkel und zweimal das hellere. Ich sehe gerade, wir haben hier Primer und zwar zwei Primer. Und zwar einmal Redness, das habe ich aber nicht. Ich hätte gerne diesen Hydro Primer, den würde ich gerne mitnehmen. Der sieht sehr, sehr spannend aus. Das heißt, den nehmen wir mit und ich werde natürlich für euch dann im Getestet, werde ich ihn euch zeigen. So, Catrice brauche ich momentan nichts und ich sehe da jetzt auch kein großes Sortiments-Update. Also ja, aber bei uns dauert das immer ein bisschen länger, wie bei euch, bei meinen deutschen Mäusen. Da geht es ein bisschen schneller hier. Es dauert leider, Leute. It takes some time, bis wir die ganzen neuen Sachen bekommen. Aber ich muss jetzt die ganze Zeit überlegen, ob ich noch was brauche. Aber ich glaube, ich habe alles. Ich gucke hier gerade, ob ich hier noch irgendwas kaufen möchte, aber ehrlich gesagt spricht mich da jetzt nicht so wirklich an. Ich würde sagen, das nehmen wir auch, weil ich gehe dann wieder, ich glaube, nächsten DM Live Haul, dass ich zu dem anderen DM hingehe, wo ich schon einmal war. Oh, okay. Das klingt urspannend. Dann muss man das dann wärmen. Hoffentlich kann man das, ja. Ich nehme das für euch mit. Welches ist aber besser? Apfel, Orange oder Holunder? Der sieht halt weihnachtlicher aus. Wir nehmen den mit. Leute, wir machen immer komische Sachen bei mir. Und auf den bin ich jetzt voll gespannt. Sonst gibt es noch so Schokostreusel. Ja, aber es gibt ja noch im November, hoffe ich, dass auch noch ein bisschen so Weihnachtssachen noch da sind. Aber my people, ich glaube, wir sind fertig. Ich gehe jetzt bezahlen. Ich zeige euch natürlich alles, was ich dann
essen werde. Wir werden einen Zuckerschock heute bekommen. Aber ich bin zufrieden. Jetzt gehe ich zur Kasse. Meine Freunde, wir machen den Winterpunsch. Ich halte ihn jetzt hier rein und dann erwärmen wir ihn. Und dann kosten wir ihn. Ich habe gelesen, er ist alkoholfrei. Also sehr, sehr gut, weil ich will, glaube ich, den ganzen gleich wärmen. So, es ist an. Es duftet. Ich rieche jetzt mal. Es riecht gut. Exciting. Ich glaube, es wird so ähnlich halt. Also Punsch, ich mag Punsch. Also ja, ich werde es dann kosten. So, meine Lieben, ich habe die Tasse Punsch. Wir kosten jetzt. Ich hoffe, dass ich mich nicht verbrenne. Ist gut. Aber sehr intensiv. Ich werde mal einen kleinen Schuss Wasser reingeben. Wirklich, wirklich gut. Er ist nicht so süß. Er ist mehr säuerlich. Schmeckt aber richtig gut. I love it. Richtig so, richtig gut. Er ist überhaupt, also ist wirklich nicht süß. Wirklich nicht süß. Weil oft können die so richtig süß. Aber einen Schuss Wasser würde ich euch empfehlen, da reinzugeben. Erstens, dann könnt ihr ihn viel früher trinken. Und er ist dann nicht so intensiv. Aber sehr, sehr gut. Wir haben ja ganz, ganz viele spannende Sachen gekauft. Und zwar haben wir hier auch die schokolattierten Apfelringe. Die, boah, ich bin so gespannt. Okay, so sieht das jetzt aus. Ich koste das jetzt. Das ist jetzt nichts, was ich persönlich so toll finde, weil das ist getrockneter Apfel mit Schokolade. Geschmacklich ist es recht okay. Schmeckt aber jetzt nicht sehr weihnachtlich. Also es sind jetzt keine weihnachtlichen Gewürze oder so. Es ist wirklich getrockneter Apfel mit Vollmilchschokolade. Wenn man das mag, sehr, sehr gut. Ich bin kein Riesenfan davon. Ich werde den Zuckerrausch bekommen. Und jetzt machen wir als nächstes die Winterschokolade. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob die wie im Adventskalender schmeckt. Aber kosten wir. Leute, richtig, richtig gut. Sie ist cremig. Sie hat diesen Crisp-Karamell-Effekt. Ich finde jetzt nicht, dass sie sehr nach Zimt oder so schmeckt. Aber die Schokolade an sich ist so wie so eine Nougat-Schokolade. Es ist auch Haselnusscreme, steht da nämlich. Haselnuss mag extrem gut. Die ist wirklich, wirklich gut. Die kann ich auch empfehlen. Das ist eine große Empfehlung. Die finde ich echt, echt gut. Jetzt machen wir die feinen Nougat-Cashews. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also es sieht wie eine Cashew. Ja, meine Nägel sind leider da abgebrochen. Zwei Stück. Aber sieht aus wie eine Cashewnuss. Auch hier, Leute. Richtig, 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 richtig gut. I like it a lot. Richtig zart. Die Nuss, also es ist sehr, sehr schokoladig. Die Nuss ist mehr so ein Akzent. Aber so weich und so cremig die Schokolade. Das ist auch richtig, richtig, richtig. Warum halte ich halt das? Ich halte so komisch die Kamera. Aber das ist richtig, richtig gut. Das letzte, was wir machen, ist der Lolli. Und in weißer Schokolade. Ich bin sehr, sehr gespannt. Den in dunkle Schokolade habe ich schon öfters probiert in Adventskalendern und so. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf den weißen. Richtig, richtig süßes kleiner Schnee. Ich liebe sowas. Ich finde das so, so, so süß. Okay, aber jetzt kosten wir ihn. Nicht mein Favorite. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich mag, das ist so eine komische weiße Schokolade. Die mag ich leider nicht. I'm sorry. Das schmeckt so halt, wie ich es immer sage, biomäßig. Also schmeckt irgendwie nicht so gut. I'm sorry. Also machen wir Fazit. Der war leider nichts für mich. Die persönlich für mich nicht. Sonst finde ich sie eigentlich sehr, sehr cute. Aber ich mag das persönlich einfach nicht. Dann kommen wir zu denen. So lecker. Richtig, richtig gut. Und auch die Schokolade, liebe Leute. Ein Hit. Richtig, richtig gut. Und der Punsch ist auch ein Hit. Yes. Aber so, meine Lieben,
Jetzt würde ich sagen, beende ich das Video und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das ist natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und euch super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram bleiben. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!